Ja, also ich bin ja als KI-Forscher jemand, der dann doch immer noch in seiner Information Bubble rumschwimmt und von Leuten umgeben ist, die generell, naja, eher offen dem Thema gegenüberstehen und vielleicht ein bisschen eingeschränkte Sichtweise haben. Und mich würde interessieren, ich möchte die Gelegenheit gerne nutzen, auch Ihre Meinung zu erfahren. Ein paar Anstoßpunkte habe ich mitgebracht, um die Diskussion ein bisschen anzufeuern. Ich halte regelmäßig auch Vorträge zu dem Thema KI und Gesellschaft und was macht das mit der Arbeit für morgen und so. Drei wichtige Punkte, die ich da immer versuche, ans Publikum zu bringen, sind, also wie gesagt, ich sehe generell ein Riesenpotenzial in der Zusammenarbeit von Mensch und KI. Als Team, die ergänzen sich, wenn man das richtig macht, richtig designt, richtig entwickelt, ergänzen die sich so, dass das Gesamte dann mehr als die Summe der einzelnen Teile ist. Da wollen wir eigentlich hin. Na, was braucht man dafür? Da sehe ich drei wichtige Punkte. Das eine ist, Bildung muss irgendwie neu gedacht werden. Ich denke, unser Bildungssystem ist immer noch irgendwo in den letzten 100 Jahren stecken geblieben. Und was ich an der Uni sehe, ist, dass die Leute ein Problem damit haben, kreativ und eigenständig zu arbeiten. Fehlerkultur ist ein Riesenproblem, ja, weil sie es halt aus der Schule gelernt haben, Sachen nachzubeten und damit gut durchkommen. Und in dem Moment, wo man jetzt sagt, so, jetzt löst doch mal das Problem. Ist kein Problem, wenn ihr Fehler macht. Es kann auch schiefgehen, kein Problem. Lernt daraus. Die haben Angst. Die haben das verlernt. Kinder können das, Kleinkinder können das total toll und in der Schule wird ihnen das rausgetrieben. Und die Frage ist, wie kriegen wir das wieder hin? Das ist eine Sache, die mich stark beschäftigt. Zweiter Punkt ist KI-Kompetenz. Ja, da geht es dann schon mehr an die Uni. Also was wir brauchen, sind gut ausgebildete Experten und sensibilisierte Entscheidungsträger. Ne? Das spielt beides zusammen. Die einen entwickeln die Sachen, die anderen setzen sie ein oder entscheiden, dass sie eingesetzt werden. Ja, wie kriegen wir das hin? Da ist nämlich auch noch ein riesen Nachholbedarf. Ich habe das Gefühl, viele, die Entscheidungen treffen, sind sich dessen nicht bewusst, was sie damit erreichen letzten Endes, was sie damit bewirken. Und zum anderen, ich denke, was wir brauchen deutschlandweit, ist eine breite KI-Ausbildung. Ja, also nicht nur, es ist toll, dass wir Kompetenzzentren haben, aber ich denke, gerade um das auch in die breite Masse zu tragen, sag mal, in Deutschland ist ja stark im Mittelstand, wir brauchen das überall in der Fläche. Und wie kriegen wir das hin? Ne, eine flächendeckende KI-Ausbildung, aber auch auf einem hohen Qualitätsstandard. Ne? Nicht nur Masse, sondern auch Klasse. Und der dritte Punkt, da geht es dann wirklich in die Anknüpfung gesellschaftliche Entwicklung. Ich denke, was wir brauchen, sind positive Utopien, wo es hingehen soll mit der KI. Leider ist es so, wenn man jetzt in die Medien schaut, wir hatten vorhin das Beispiel mit dem Terminator, das ist leider, ja, ich möchte das den Medien auch nicht ankreiden, aber die sind halt sehr aufmerksamkeitsgetrieben. Ne? Also es ist viel so Schlagzeile erstmal und ja, ich denke, wir sollten auch mal darüber überlegen. Ne? Wir haben eine Riesenchance, da wird sich was entwickeln und das entwickelt sich sehr schnell. Wir sollten wissen, wo wir hinwollen, weil dann können wir auch darauf hinarbeiten und überlegen, was wären Sachen, die uns wichtig sind in Zukunft, wie können wir Gesellschaft danach gestalten? Und das sind so Fragen wie der Wert von Arbeit oder die Stellung von Arbeit zum Beispiel in unserem Leben. Na, heutzutage ist halt Arbeit, darüber definiere ich mich, darüber erstreite ich meinen Lebensunterhalt. Wenn die jetzt wegbricht, was wir jetzt gerade in der Corona-Krise sehr, sehr viel sehen, ist das Existenzbedrohend für viele Leute. Und die Frage ist, muss das weiterhin so sein? Ne? Auch unter dem Aspekt, es gibt viele Diskussionen im KI-Bereich, auch wenn KI oder Automatisierung, Robotik eine hohe Wertschöpfung schafft, müssen dann Leute noch so viel Lohnarbeit machen, ne? Oder könnten dann nicht auch Arbeiten machen, die jetzt heutzutage vielleicht nicht so hoch angesehen sind, aber wie zum Beispiel sich um ältere Menschen kümmern, sich um Kinder kümmern. Das sind Sachen, die ich keiner KI überlassen möchte. Und wenn wir dahin wollen, müssen wir halt an unserem Wertesystem auch ein bisschen drehen und auch schauen, okay, nicht nur die produzierende Arbeit als wichtig ansehen, sondern gerade auch die was für die Gesellschaft im Sozialen tut. Das wären so drei Anregungen, die ich hier mit reingeben möchte. Und jetzt nehme ich mich mal zurück und lasse Sie zu Wort kommen. Gut, hallo, ich bin Alma Kolleg. Ich wollte direkt mal auf die erste These einsteigen, nämlich zum Thema, bei der Schule muss sich grundlegend was ändern, und wollte ein ganz kleines bisschen stänkern. Also, es ist so, ich bin jetzt zufälligerweise mit einem Lehrer verheiratet und deswegen vielleicht habe ich eine besondere Sensibilität dafür, dass meiner Meinung nach
gesellschaftlich umstrittene Themen sehr gerne in den Bereich Schule geschoben werden. Ich bin im Bereich der Technikfolgenabschätzung tätig. Da sieht man das ehrlich gesagt auch. Wir haben ein neues Problemthema. Oh, das sollte doch in den Schulcurricula aufgenommen werden. Und ich denke nicht, dass man nicht die Schulen reformieren sollte. Also es geht mir nicht darum zu sagen, man sollte alles immer gleich behalten. Ich habe nur manchmal den Eindruck, dass eben das Schieben auf die Schule auch so ein, also so ein Diskursschritt ist, um zu sagen, wir schieben das Problem von uns weg. Denn wenn man mal schaut, was ist denn, wer wäre denn dann verantwortlich? Die Lehrer. Und wie werden Lehrer an der Uni ausgebildet? In aller Regel nicht besonders informatisch, um es mal so zu sagen. Und werden die mit einer guten Fehlerkultur an den Unis ausgebildet? Ich würde sagen, die aktuellen Plagiatskandale zeigen das Gegenteil. Deshalb wäre sozusagen mein Fazit, Schulreform ja, aber nicht die Verantwortung einseitig Richtung Schule schieben. Denn auch die Schule speist sich aus anderen gesellschaftlichen Systemen, die sich gleichermaßen verändern müssen. Sehr, sehr schöner Punkt. Möchte da jemand gleich was erwidern? Sonst hätte ich auch eine Antwort darauf. Ja, bitte. Nicht unbedingt erwidern, vielleicht ergänzen. Also so wie ich Sie verstanden habe, und jetzt Sie beide verstanden habe, geht es ja auch noch darum, das Ganze, also Bildung wirklich nicht nur auf die Schule vielleicht zu verengen, sondern klar, wo kommen die LehrerInnen her? Wo gehen die SchülerInnen hin sozusagen? Wo kommen unsere ExpertInnen her? Und die kommen natürlich auch ganz viel aus den Unis. Und ich glaube, dass da, dass es da in Deutschland ein ganz großes, also würde ich sagen, ein ganz großes Fachdisziplinenproblem gibt. Also ist meine Erfahrung, dass zwar Interdisziplinarität ist meines Erachtens nach ganz oft ein Buzzword, also es ist ein Stichwort, das benutzt werden muss, aber die Praktiken und was jetzt interdisziplinäres Arbeiten konkret heißen kann, das auszufüllen, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Und dafür ist zum Beispiel auch Fehlerkultur ganz wichtig, finde ich, weil ich die Erfahrung gemacht habe, interdisziplinäres Arbeiten kann auch bedeuten, dass ich ein halbes Projekt arbeite und dann gibt es vielleicht doch nicht die Lösung, die man sich gewünscht hat. Oder man muss sagen, ich komme hier auch nicht weiter jetzt in der Zusammensetzung oder ähnliches. Also es kann sein, dass auch alles schief geht. Und das fände ich total wichtig, dass das, dass es da noch wirklich konkretere Veränderungen gibt, außer diese, sage ich jetzt mal, Buzzword-Anreize, die bestehen. Und wer dann wirklich als KI-Expertin gelten kann. Also muss ich wirklich Informatik, Mathe oder vielleicht auch noch Physik studiert haben, um KI-Expertin zu sein? Oder kann ich auch einen anderen Lebenslauf haben? Und wann werde ich zur legitimen KI-Expertin? Also das sind für mich ganz wichtige Fragen, die leider nicht grundsätzlich genug bearbeitet werden. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen zu dem Problem, also was gesagt wurde, nicht an die Schulen abwälzen. Da stimme ich voll zu. Die Schulen sind schon massiv unter Druck. Ne? Also gerade ich habe in Sachsen-Anhalt mein Abi gemacht und ich habe zwei Brüder. Da wurde innerhalb von 4 Jahren das Bildungssystem mehrmals über den Kopf geworfen. Also von 12 auf 13 auf 12,5 und dann wieder auf 12 runter. Da möchte ich nicht Lehrer sein. Ja, ständig die Lehrpläne ändern zu müssen. Was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass man den Lehrern wieder mehr Freiräume gibt, dass man denen nicht mehr so viel vorschreibt, sondern denen Flexibilität gibt und dass sie sich halt auch individuell auf die Schüler einstellen können und Themen halt auch, naja, dynamisch ranziehen können, je nachdem, wie sie sind die Experten in dem Moment, das gerade einschätzen für die Klasse. Ich habe sehr interessante Bücher auch schon gelesen, so über Bildung, wie das in anderen Ländern auch gehandhabt wird. Es gibt in Niederlanden zum Beispiel ein sehr interessantes Pilotprojekt, wo an den Schulen die Schüler keine Lehrer mehr haben, sondern Mentoren, die ihnen praktisch helfen dabei, etwas zu lernen. Aber die müssen das nicht können, was die Schüler lernen wollen. Also was weiß ich, da wollte dann ein junges Mädchen Koreanisch lernen. Und es gab natürlich keinen Lehrer für Koreanisch, aber es gab einen Mentor, der ihr geholfen hat, praktisch zu lernen, Koreanisch zu lernen. Und dieses, was ich mir wünschen würde, also an diesem Beispiel sieht man kann Leute dabei unterstützen, selbst motiviert und selbst wirksam zu arbeiten.
Und das ist was das Schulsystem, so wie es jetzt ist, das Bildungssystem nicht so wirklich unterstützt. Es wird viel bewertet halt. Und beim Bewerten, also wenn Sachen bewertet werden, die vielleicht vorher Spaß gemacht haben, dann kann auch schnell der Spaß verschwinden. Und ne, also mir geht es viel um Motivation und das sich Ziele setzen, ohne dass man dahinter gleich eine Note oder so ein Häppchen sieht. Ne? Ah, hast du fein gemacht, so. Und, ne? Und das ist was wir nachher an der Uni extrem brauchen, weil dann ist nicht mehr, also ich muss natürlich auch bewerten, ne? So funktioniert es am Ende dann doch, weil dann eine Note am Ende rauskommt, aber ich mache das sehr ungern. Ja? Lieber wäre es mir, wenn ich irgendwie mündliches Feedback geben könnte und sagen könnte, hey, da hast du noch Ausbaupotenzial, so und so. Und so eine Note ist halt dann so in Stein gemeißelt und es steht so völlig ohne Kontext nachher auf einem Zeugnis. Vielleicht ein Kommentar von mir? Ja. An der Stelle noch, ja, ich bin eben von dem Stefan Göllner, ich habe mich ja eben auch irgendwie nicht vorgestellt in der großen Runde mit meinem Kommentar, aber ich bin vom KI Campus. Das ist ein Projekt, BMBF-gefördertes Projekt mit verschiedenen Partnern, werde ich gleich noch was zu sagen im nächsten Slot. Ich wollte nur kurz, weil das Thema jetzt aufkam, wer sind denn eigentlich die Expertinnen? Das ist interessant, weil wir stellen uns auch die Frage themenbezogen und genau dort liegt auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit, KI-Expert-Labs aufzubauen. Also wir nennen das KI-Expert-Labs und das ist für uns eine Möglichkeit oder ein Forum, um eben genau in verschiedenen Themenbereichen zu fragen, was müssen wir denn eigentlich hier für Lernangebote entwickeln, damit Leute sich gezielt fortbilden können. Und einer dieser Schwerpunkte ist eben genau auch die Lehrerinnenausbildung. Und da ist es total wichtig, da werden wir mit Sicherheit nicht nur KI-ausgewiesene Informatikexpertinnen reinholen, sondern es geht genau darum zu verstehen, wie funktioniert Schule, wie können wir das überhaupt dort unterbringen, in welchen Skalierungen kann man überhaupt Lernangebote noch integrieren in Lehrpläne, die schon völlig dicht gepackt sind, wo eben genau dieser Spielraum fehlt. Also das heißt, das kann man, das ist, denke ich, das Interessante aus dieser Perspektive, wenn man jetzt so eine Online-Lernplattform sieht, vielleicht ist da eine Chance, eben zum Beispiel Micro-Nuggets, also kleine Einheiten zu entwickeln oder eben auch, überhaupt Lehrern erstmal die Angst zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ein Thema, die wir da behandeln. Aber ist natürlich jetzt ein großes Paket, mal lange allein über dieses Thema reden kann. Aber ich stell mir sehr stark die Frage und kann auch nur einladen, wenn jemand interessiert ist, diesen Diskurs weiterzuführen, dann sind wir da einfach eine Plattform. Ja. Ich denke, das ist auch eine Riesenchance in den Online-Plattformen heutzutage. Das ging ja, also als ich damals zur Schule gegangen bin, war Internet kein Thema. Da gab es nicht die Möglichkeit, da bin ich in die Bibliothek gegangen vielleicht noch, ja, und das war's dann. Ich denke, der große Punkt sind wirklich die Freiräume, dass man auch die Zeit hat, sich mit sowas zu beschäftigen. Wenn ich natürlich von morgens bis abends in der Schule bin und mit meinem normalen Schulalltag beschäftigt bin, dann habe ich nicht mehr die Zeit dafür, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Das ist dann halt schade. Vielleicht noch eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Also ich bin in der DDR noch in eine Grundschule gegangen und ich hatte zum Beispiel dann eine Grundschullehrerin, die hat sehr schnell mitgekriegt, der Junge ist gut in Mathe. Das ist sein Ding. Also ich wusste das selber nicht. Ne? Und die meinte dann, ja, geh mal dahin, da treffen sich so Leute wie du. Ja? Und dann gab es halt so, das nannte sich irgendwie Zentrum junger Naturforscher oder so, Station junger Naturforscher. Und die hatten dann da Computer stehen. War das erste Mal, dass ich einen Computer gesehen habe mit 10 Jahren. Und dann habe ich mit 10 Jahren angefangen zu programmieren. Das war total cool. Da waren halt andere Leute wie ich und diese Gruppenmotivation war auch da. Und das hat halt aber nur funktioniert, weil die Lehrerin erkannt hat, hey, da ist was in dem, der brennt für das. Und da waren auch Mädels dabei. Ne? Das war jetzt nicht nur, dass da nur Jungs da waren. Ne? Und das ist, ich glaube, das ist das Alter, wo wir wirklich Weichen stellen können. Und das müssen wir wieder viel mehr machen. Natürlich, das war dann halt nach der Wende, ist das alles zugemacht worden. Ich glaube, von diesen Stationen gibt es vielleicht noch 2 oder 3 in Ostdeutschland. Ne? Das war dann alles auch eine Geldfrage. Und das ist sehr schade. Also viele haben das dann noch ehrenamtlich ein paar Jahre weitergemacht, aber die sind mittlerweile alle weggestorben. Ne? Das ist sehr schade, da haben wir viel verloren. Und so eine Strukturen wieder aufzubauen, fände ich total spannend. Also wir haben in Sachsen-Anhalt haben wir einen Förderverein, wo ich auch Vorstandsmitglied bin, wo wir solche Sachen machen, mathematisch-naturwissenschaftliche Spektrogramm, die heißen Elemente, kann ich gerne nochmal nachher in den Chat
schreiben, aber das ist natürlich auch so ein bisschen so bottom-up, ne? Das ist jetzt nicht politisch unterstützt oder so. Und ich finde, wir müssten das halt stärker auch gesellschaftlich fordern. Und nicht nur für mathematisch-naturwissenschaftlich, sondern halt für das ganze Spektrum der Möglichkeiten. Darf ich da was zu fragen, Sebastian? Ja, ich habe so ein bisschen Angst bei der ganzen Kompetenzaufbau, KI-Literacy sozusagen. Wie schnell kann das eigentlich gehen? Weil wir haben da ja eine wahnsinnig schnelllebige Entwicklung, einerseits technologisch und andererseits reden wir hier über Lehrerinnen, Lehrerausbildung. Wir gucken, wann können wir die wo Lehrer anfangen. Die Lehrer machen das gar nicht. So, also läuft uns das nicht voran? Also nein, läuft uns das nicht nein, das Image hinterher? Finde ich gar nicht so schlimm. Also was wir brauchen, ist das Lernen. Weil, also das sage ich meinen Leuten in der Vorlesung, ich mache die Vorlesung jedes Mal neu. Jedes Jahr ändert sich was, die ist nicht das Gleiche. Und ich sage den Leuten immer, ja, was mir viel wichtiger ist, ist, dass ihr lernt, das, was jetzt neu rauskommt, dann wieder zu bewerten und einzuordnen und praktisch euch selber dann noch mehr anzueignen. Weil ihr müsst, das ist halt so dynamisch, ihr lernt das Leben lang, das ist aber auch toll, das ist halt, man stagniert ja nicht da. Das ist ja eine der spannenden Sachen. Und was jetzt die Leute im Bildungssystem eigentlich lernen sollten oder machen sollten, ist einfach wirklich dieses Unterstützen auf so einer Metaebene. Die müssen diese Methoden nicht können. Und nur so ein grobes Verständnis reicht da eigentlich aus. Weil die Leute, die sich für interessieren, die haben dann selber den Drive und da gehen da tiefer rein. Also da denke ich, ist das gar nicht so schlimm. Wenn man jetzt Leute ausbilden, dass die jetzt in 5 Jahren irgendwie nicht mehr up-to-date wären oder so, nee, das sehe ich da nicht problematisch, weil diese Metafähigkeit, selbstgetrieben zu lernen, sich Ziele zu setzen und diese Selbstmotivation, das wird immer da sein. Wie viel MINT braucht KI? Wie viel MINT braucht KI? Bei Kompetenz. Sicher einiges. Ne? Irgendwer muss die Technik ja auch weiterentwickeln. Aber wie gesagt, es ist leider der Fokus auf die gesellschaftlichen Auswirkungen, die ethischen Fragen, der steht immer noch ein bisschen kurz. Und das ist natürlich jetzt auch, wir haben das vorhin von der Vertretung vom BMBF auch gehört, die fördern schon auch divers, das muss man wirklich sagen. Das ist nicht nur das, ja, aber man, genau, da muss man sich dann auch die Geldverteilung anschauen und es ist natürlich so, dass viel mehr in den MINT-Bereich gesteckt wird, weil natürlich man sich auch davon verspricht, da sind ja auch wirtschaftliche Interessen dahinter, dass da eine Wertschöpfung rauskommt. Ja, aber wir haben auch vorhin im Vortrag gesehen, wir haben in Europa durchaus ein Potenzial, eine KI unter Rahmenbedingungen zu entwickeln, die gesellschaftlich verträglicher sind, von wegen Datenschutz zum Beispiel, Datensparsamkeit und so. Und ja, das erfordert aber, dass da noch ein paar mehr Disziplinen mit involviert werden. Da gibt es noch eine Meldung. Ich wollte auch noch mal kurz sagen, ich finde die Frage total toll, nach dem wie viel MINT auch. Und würde auch noch das tatsächlich präzisieren wollen, ein Stück weit in die Richtung, welchen Status sollen eigentlich die anderen Fächer sozusagen haben? Ne? Also sind das Fächer, die zuarbeiten? Trifft man sich auf Augenhöhe?